Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Exakt gleiche Stelle wie zu Ende des letzten Videos. Wir haben ein Meer und Sturzbäche und hier irgendwelche Türme von Ratten hinter uns, die sich gegen uns aufgebäumt haben. Wir haben es geschafft, sie zu bezwingen. Wir sind nun hier, wir kommen dem Labor der Mutter etwas näher. Ich schaue jetzt hier genau noch so ein kleines bisschen nach so Zeug, was man unterwegs brauchen kann. Das liegt ja Gott sei Dank in Massen hier rum. Diese Tür sieht so aus. Ja. Dementsprechend gehen wir jetzt hier runter. Da scheint nichts mehr zu sein. Da habe ich eigentlich keinen Bock mehr zurückzugehen. Nee, da gehen wir auch nicht hin. Nö. Okay, also. Ab geht die Luzi. Nee, nicht hier lang. Ach, ganz nervös von dem vom Kampf zuletzt hier. Rumlauferei und Sachen mit Feuer beschmeißen. War schon heftig. Gestorben bin ich bei der Aktion auch einmal. Ich weiß, es fühlt sich an wie früher. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, nicht genau, schneide ich das weg oder lasse ich das drin. Schauen wir mal. Ihr werdet es sehen oder auch nicht. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Da war doch was. Für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Wir werden es finden. Jetzt gucke ich allerdings hier erstmal nach... Wie heißt denn das Gelumpe eigentlich, was da nochmal drin ist? Das hat doch einen Namen. Ich habe es allerdings schon wieder vergessen. Ich glaube, auf jeden Fall das, was ich für Odorus brauche. Oder für das Devorantis. Oder... für irgendwas hier. Oder das? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keinen Plan. Egal. Aber es scheint hier auch nichts weiter zu sein. Also ich sehe nichts. Das heißt, wir folgen dem Weg. Ah, da ist noch was. Wir folgen dem Weg. Dahin, schätze ich mal. Das ist ein lecker Bild. Das ist aber auch wirklich ein lecker Bild. Also das gibt ja all das wieder, was jetzt gerade hier mehr oder weniger stattfindet. Außer mit den Raben, das stimmt nicht ganz. Und es ist Winter. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht... genau. Etwas ist. Ich wünschte nur, es wäre mehr. Ah, das muss man irgendwie... Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Boah. Und nur? Was machen wir nun mit dem Wissen? Hilf mir beim Schieben! Ja, gut! Achso, wo soll der überhaupt hin? Weiß nicht. Ratten haben uns ja. Ja, ich. Das war bestimmt eine schlechte Idee. Das war eine ganz schlechte Idee. R3 ansehen. Ich sehe mir das an, wie Lukas zerlegt wird da. Okay, sind wir wieder hier. Meine macht Mutter ja nichts. Wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich also. Für sie, keine Frage. Nochmal auf die Hast Schnelle hier, gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Also. Es ist wohl so, könnte ich mir vorstellen, dass wir den vielleicht erstmal nicht da wegziehen sollten. Ja, ich gehe jetzt erstmal wieder das Gelumpe da holen, wie auch immer das heißt. Hier, das da. Ja, dann schauen wir uns nochmal das Fresko an. Lukas, sieh mal, sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht.
Okay. Also. Da ist noch was, habe ich gesehen. Also, folgende Situation. Wir ziehen das Ding hier weg, dann kommen da Ratten. Das ist doof. Deswegen wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir die alle abfackeln. Ne? Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Mit dem Licht auf Abstand? Welches Licht meinst du? Ich fackel die ab und gut ist, mein Freund. So. Jetzt machen wir noch kurz Check, ob nicht wieder ein Schwarm kommt. Achso, war das gemeint? Meinte er das Licht? Irgendwas, was wir gerade bauen können, wenn wir schon mal im Menü sind? Nee. Okay, also Viehzeug scheint mal weg zu sein. Gut, da sind noch zwei, drei. Ob die es wirklich... Naja. Ob da nicht gleich... Na, da kommen jetzt schon ein paar. Komm, wir machen das gerade nochmal. Scheiß drauf. Geh auf Nummer sicher, ne? Komm und hilf mir! Unverzüglich! Ziehen geht nicht. Okay, dann müssen wir halt schieben. So. Also. Das ist doch Schnieke. So, da sind noch mehr Ratten allerdings. Das ist doof. Die gehen hier nicht ins Licht. Das ist ja gut so. Sollte uns... Nee, kriegen wir da nicht durchgeschoben, oder? Das braucht man nicht mitnehmen, oder? Da geht ja auch gar nicht. Ist ja auch nicht auf Rollen. Ist ja irgendwie anders. Nun gut, was machen wir jetzt? Was machen wir mit euch, Freunde der Nacht? Wie ist denn das? Fackel haben wir nicht. Uns bleibt... Oh nein. Können wir nicht machen. Wir könnten sie weglocken. Frage ist... Inwiefern... Kommen wir jetzt hier weiter. Also zumindest mal hier zum Feuer hin. Ist das Sudatorium? Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Dampf. Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. Och. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Ja. Naja, Video geht ja noch ein Weilchen. Könnten wir schaffen. Flammen entzünden. Ja, weiß nicht. Der Schwan. Imposant und anmutig. Aha. Ist mir jetzt sehr geholfen damit, mit der Info. Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben mir. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, aber da, nö. Neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In da Ordnung. Rein. Na, warte erstmal ab, du Junge. Ich hab da vorne irgendwas flackern sehen. Will das erstmal angucken. Aber hier hat scheinbar nichts geflackert. Das war nur Einbildung. Schade. Also gut, ich soll wohl tatsächlich darunter. Boing. So, nun. Platten haben nachgegeben. Wo? Oh nein, da kann man ja. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht.
na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Sie wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Das fühlt mich tatsächlich ein bisschen wie bei Alien Isolation. Im Nest, ne? Ah, ähnliches Feeling. Nur halt Ego-Perspektive. Aber gut. Also, Freunde der Nacht. Ich muss jetzt wahrscheinlich hier über verschiedene Gänge immer zur nächsten Feuerstelle, um unter diesen Dingern da oben, wo die Ratten sich drin rum drücken, muss ich da Feuer entfachen, ne? So sehe ich das. Das werde ich jetzt probieren. Gehen wir. Ich versuche dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Oh ja, führ mich mal lieber. Ich muss wieder weg. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Das geht ja gleich aus hier, ne? Das geht gleich aus, das Ding. Lassen wir es mal ausgehen. Nehmen wir uns ein neues. Ja, sie lässt es ja leider nur von alleine fallen. Ich kann das ja gar nicht beeinflussen. Also ich muss... Also ich weiß es nicht, ob mir da so ein Stöckchen reicht. Aber gut, sterben sind wir ja inzwischen schon gewöhnt. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung, ich gehe weiter. Wo? Ich werde gleich sterben, Nein! Siehst du irgendwas? Ja, geil. Das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Aber wo geht man da jetzt am besten lang? Weil ich fühle mich nicht wohl. Ja, wie gesagt, sterben sind wir ja gewöhnt. Das ist aber nicht wieder der Anfang hier, oder? Nee, ist das Stück. Alles klar. Also gut. Ja, ich würde dann einfach mal da in die Richtung weitergehen. Oder da lang? Ich weiß es nicht. Es ist echt schwierig. Aber ich schätze mal, dass da ganz gut ist. Schauen wir mal. Wir haben ja hier einen Speicherpunkt. Das ist ja schon mal gut. Wenn wir jetzt die ganze Chose hier von vorne machen müssen, dann würde ich mir das genauestens überlegen. So schnell ich kann. Ich kann hier raus. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist nochmal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Ja. So, okay. Jedenfalls sind wir hier wieder bei einem Feuerchen. Das ist ja schon mal gut. Und da bin ich hergekommen. Gut. Das war jetzt einmal im Kreis gefühlt, ne? So ein bisschen. Das ist ja schon mal gut gelaufen. Heilnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwane und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas? Der Löwe? Okay. Ich check's nicht ganz, aber okay. Macht ihr, was ihr wollt. Ich kann jetzt auch wieder aufrecht gehen. Der versteckt was? Ja, was versteckst du denn? Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Ah. Very interesting. Wie ist denn das mit Licht? Ich sehe nichts. Womit ich sagen will, ich sehe nichts. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Ah ja. Oh ja, schön Sachen einsammeln hier, ne? Das brauche ich alles. Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Ich will hier nur einsammeln, ne? Ich sehe nicht, was ich einsammle. Also, erst wenn ich es einsammle, sehe ich es, was ich einsammle, aber... Amicia, diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was. Noch ein Fresko.
Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Ja, das ist genau wie auf dem Bild. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Ja? Nun gut. Ich? Geht das einfach so? Och. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Nimm mal einen Schluck. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ups, was jetzt? Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Kommt da was Größeres? Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier! Ich halte sie zurück! Oh, scheiße! Das glaube ich nicht! Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen! Ich lese! Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. So Einweichmittel suchen? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopöe. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Vorhang. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, berühre deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Aha. Ich bin sehr ruhig. Sehen wir mal. Bin total entspannt. Dieser Mechanismus ist derselbe wie im Chateau d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Oh, aber ich muss andersrum. Und es geht leider nicht schnell. Hast du das Mazerat? Ich komme nicht hin. Da sind zu viele Ratten. Der Vorhang, da ist es. Okay. Warte mal, da war doch... Kann ich da nicht noch ein Flämmchen hier entzünden? Nö. Oder was? Irgendwie mal umgucken hier, Flämmchen. Gibt's nichts mehr? Okidoki. Nee. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alles Ach, stinken. Du Scheiße. Ich weiß nicht, ob meine... Das riecht nicht gut. Aber so schlecht riecht es auch. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Das riecht nicht gut. Aber so schlecht ist es auch nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Da muss wohl das da sein. Oh Gott. Da haben wir es schon. Also gut. Lukas, ich hab... Dann haben sie da wenigstens nicht spontan die Reihenfolge geändert. Ja. Stell es hier hin.
Hier ist nur ein Stein. Okay. Dahin. Gut, dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig. Nicht zittern. Bin gespannt. Wir dürfen nichts verbeugen. Sie kommt zurück. Aha. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auch zu den Destillierapparaten. Junge, du willst Sachen von mir, ey. Da kommen auch diese Turmratten ab und zu. Das als ob es nicht reichen würde. Das jetzt auch noch nebenher kommt, ey. Mein lieber Schieber. Ah, er hat selber, okay. Ja, dann benutzt das doch. Bist du da richtig? Nö, bist du nicht. Eieiei. Sie wissen, was vor sich geht, aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern. Zurück an die Arbeit. Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, zuerst ziehen wir das hier auf. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Lassen die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los! Boah, ist das spannend, ey. Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor. Die Fackel des Trägers. Amicia, zurück. Ach, bist du zurück, ja? Schön. Komm, schneller. Komm, renn dem Feuer hinterher. Renn dem Feuer hinterher. Sehr schön. Brav machst du das. Ist das doof hier. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Alter! Lukas, ich hab nichts mehr! Tröpfchen! Was? Was geschieht hier? Was? Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte, nach dir. Trinken? Oder was? Nee. Die haben ein ganz feines Näschen, ne? Lukas, du hast okay. Es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Ja. Okay. Wir scheinen wieder zurück zu sein. Sie sind da. Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Er kannte ihn gar nicht bis vor. Also, woher soll er das wissen? Jetzt mal ernsthaft. Da ist doch Hugo. Jetzt schauen wir mal, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle.
Runter damit. Bin mir nicht sicher, ob er das trinken sollte, trotzdem. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia, werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Ah, er hat anderes morgen, gehört, wenn ne? Wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Okay, und wieder ein Kapitel beendet. Es geht dann ins nächste Kapitel, Kapitel 13, Buße. Das machen wir beim nächsten Video. Da echt herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr Lust habt, oder einen Daumen nach oben. Wenn es sein muss, auch einen Daumen nach unten. Und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.